Mecklenburg-Vorpommern, ein Land voller schöner Landschaften und Seen. Einer dieser Seen ist der Tollensesee. Er grenzt an die Stadt Neubrandenburg. Sie ist Zentrum des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Durch ihre historische Altstadt bekannt, trägt Neubrandenburg den Namen Vier-Tore-Stadt. Doch woher kommt dieser Name? Der Name Vier-Tore-Stadt resultiert daraus, dass die Neubrandenburger Stadtbefestigung vier Tore besitzt. Diese vier Tore sind im gotischen Baustil errichtet worden und stellen eine architektonische Besonderheit dar. Um 1300, wir wissen das durch eine Urkunde von Friedland, dass die Stadt Friedland 1300 die Genehmigung bekam, und wir nehmen an, dass im gleichen Zuge auch die Neubrandenburger die Genehmigung bekamen, eine Stadtmauer in Stein auszuführen. Und das führte natürlich auch dazu, dass man sich überlegen musste, wie man in die Stadt rein und rauskommt, und deswegen hat man Tore gebaut. 1248 von dem Markgrafen von Brandenburg Johann I. an einer großen Verkehrskreuzung gegründet, ließ er eine Stadtmauer sowie eine Toranlage errichten. Um 1300 entstand das Friedländer Tor, das erste der vier Tore. Nach mehreren Schäden durch Kriege wurde das Tor zuletzt in den 1970er Jahren restauriert. Heute besteht es aus einem 20 Meter hohen Haupttor sowie dem 48 Meter entfernten Vortor und einem Zingel, der einzig allein am Friedländer Tor erhalten geblieben ist. Die Fachwerkbauten zwischen den beiden Toren waren einst für Torschreiber und Zollwärter bestimmt und werden heute von einem Café und einer Hochzeitsgesellschaft genutzt. Das Friedländer Tor ist wahrscheinlich das älteste der Neubrandenburger Tore. Das ist das, was als erstes errichtet wurde. Man erkennt am Friedländer Tor an bestimmten Gebäudeteilen, dass noch romanischer Einfluss, der Baustil Romanik, noch zu erkennen ist. Und das Friedländer Tor ist deshalb ein besonders schönes, weil dort alle Bauelemente einer mittelalterlichen Toranlage erhalten geblieben sind. Ein paar Meter weiter steht das neue Tor. Neues Tor? So ganz neu sieht das aber nicht aus. Wie kam es zu diesem Titel? Das neue Tor heißt deshalb so, weil es zu einem späteren Zeitpunkt nachgebaut wurde. Das heißt, die Stadt Neubrandenburg hatte zunächst einmal drei große Toranlagen. Es zeigte sich aber, dass gerade in Richtung Nordosten ein besonders starker Verkehr abgesichert werden musste. Und man hat daraufhin um 1450 beschlossen, dass man nach Osten noch ein weiteres Tor dazu baut. Die Neubrandenburger Tore haben ihre Bezeichnung daher, dass sie zu den Orten, wo die Tore führen, diese Bezeichnung ist auf die Tore übertragen worden. Richtung Friedland, Friedländer Tor. Richtung Stargard, Stargarder Tor. Richtung Treptow, Altentreptow, Treptower Tor. Das neue Tor oder dem neuen Tor ist kein Ort zuzuordnen. Deshalb blieb es bei der simplen Bezeichnung Neues Tor. Im Jahre 1450 fing man an, das neue Tor zu erbauen, um den Stau an den anderen Toren zu entlasten. Ursprünglich gab es neben dem Haupttor noch ein Vortor und einen Zwinger, der aber während des Dreißigjährigen Krieges weitestgehend zerstört wurde. Im Jahr 1852 wurden die Ruinen vom Vortor und vom Zwinger beräumt. Heute steht nur noch das Haupttor, welches gegenwärtig Sitz der Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V. ist. Von der Stadtseite aus zeigt das Tor acht Terrakotta-Figuren mit geöffneten Armen, die Adorantinnen genannt werden. Ähnliche Figuren sind am Stargarder Tor zu finden. Hier sind es neun Adorantinnen, die ihren Blick der Stadt zugewandt haben. Die Bedeutung ist in beiden Fällen jedoch noch ungeklärt. Ob es wirklich eine betende Haltung ist, das wissen wir nicht genau. Wir wissen auch nicht genau, ob diese Figuren mit Errichtung der Tore bereits stadtseitig angebracht wurden oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet worden sind. Im Volksmund werden diese Figuren häufig als Jungfrauen bezeichnet, was wir überhaupt nicht überprüfen können.
Und es gibt aber auch eine sehr schöne Variante von Fritz Reuter. Fritz Reuter sieht in diesen Figuren gar keine Frauen, sondern Männer, Ratsherren, die die Hände offen halten und sagen, wir haben auch kein Geld. Das Stargarder Tor selbst wurde um 1400 errichtet. Zwischen dem Vortor und dem Haupttor befinden sich ein Zollhaus sowie eine 40 Meter lange Mauer. Vor der Toranlage als schützendes Vorwerk befanden sich zwei Mühlen, von denen heute nur noch die Lohmühle existiert. Diese wird als Gaststätte genutzt. Zuletzt das Treptower Tor. Es ist wie das Stargarder Tor um rund 1400 errichtet worden und ist von allen vieren mit ca. 32 Metern das größte Tor. Seit 1872 befindet sich eine Dauerausstellung zur Ur- und Frühgeschichte der Region in dem Tor. Im Laufe des 15. Jahrhunderts kam das Vortor dazu. In dem Fachwerk zwischen Haupt- und Vortor, welches im 18. Jahrhundert erbaut wurde, sitzt heute ein Laden mit Kaffee. 1856 wurde neben dem Fachwerk ein Telegrafenamt eingerichtet. Die vorgelagerte Vierrademühle war einst über Mauern und andere Bollwerke mit der Toranlage verbunden. Jetzt wissen wir, warum Neubrandenburg die Stadt der vier Tore heißt. Aber Neubrandenburg hat nicht nur die vier Toranlagen zu bieten. Um die Innenstadt führt eine 2,3 Kilometer lange und rund 7,5 Meter hohe Mauer, in der 57 Wieghäuser in einem Abstand von 30 Meter eingebaut wurden. 25 von diesen Wieghäusern hat die Stadt wieder hergerichtet. Diese werden als öffentliche Einrichtungen, künstlerische Werkstätten, Gaststätten und kleine Geschäfte genutzt. Um die Stadtmauer herum befindet sich eine Wallanlage bestehend aus einem Doppelwall mit drei Gräben, die ursprünglich mit Wasser gefüllt und für die Verteidigung gedacht waren. Erst ab 1824 wurde der Wall als Promenade hergerichtet. Die militärische Bedeutung ging also mit dem Dreißigjährigen Krieg verloren, weil die Waffentechnik sich so entwickelt hatte, dass so eine Stadtmauer nicht wirklich Schutz bot. Und daraus resultiert auch, dass man nicht mehr die Wallgräben mit Wasser füllen musste, weil dazu keine Notwendigkeit bestand. Der Wall selbst ist nach dem Dreißigjährigen Krieg bepflanzt worden mit Bäumen. Diese Bäume wurden später auch von den Ratsherren genutzt, eingeschlagen und sind als Bauholz verwendet worden. Heute ist der Wall ein grüner Ring um die Neubrandenburger Innenstadt.